Vielen Dank für deinen Beitrag. Einschränkung aufgehoben.
Thank you.
Thank you.
bestanden. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fast geprüft. Vielen Dank. Ich bin beeindruckt, Sam. Nicht viele Leute hätten es überhaupt versucht. Darf ich mal gucken? Völlig unbeschädigt. Und der Teer im Inneren ist unberührt. Du enttäuschst mich nicht, mein Freund. Verbinde mich mit dem chiralen Netzwerk. Jetzt geht meine Forschung erst richtig los. Danke. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass der Teer mit den GDs und dem gestrandeten Tod zu tun hat. Immerhin sind Teer und Zeitregen die bestimmenden Merkmale des Ökosystems nach der Strandung. Solche plötzlichen Umweltveränderungen führen unweigerlich zum Aussterben nicht anpassungsfähiger Organismen. Diejenigen, die sich anpassen, tun dies mittels Enhancern, DNA-Abschnitten, denen erfolgreiche Organismen ihre Vorteile verdanken. Diese genetischen Faktoren sind der Schlüssel zur Evolution. Es gibt allerdings auch Gene mit gegenteiliger Wirkung. Sie benachteiligen Organismen. Extinktionsfaktoren werden sie genannt. Das sind die Samen von Fortschritt und Obsoleszenz. Solche Faktoren könnten in uns allen schlummern, irgendwann über uns entscheiden. Über jedes Geschöpf seit Anbeginn des Lebens. Falls das so ist, könnte der Teer uralte Beweise verbergen. Beweise für diese genetischen Entscheidungen, die uns an unserem jetzigen Scheideweg helfen könnten. Wie auch immer, dank dir kann ich mir die Zusammensetzung des Teers jetzt genauer ansehen. Wenn ich etwas Interessantes herausfinde, lasse ich es dich wissen. Gut gemacht, Sam. Du hast uns sehr bei der Erforschung des gestrandeten Todes geholfen. Mehr als du denkst. Danke nochmal, dass du mir Mamas Leiche und diesen Ammoniten gebracht hast. Apropos, die Analyse seiner Nabelschnur geht übrigens schnell voran. Ich habe die Daten mit einigen unserer wiederhergestellten Archive verglichen. Wie dem auch sei, kommst du bitte zurück zu meinem Labor? Die Vorbereitungen für die Integration des chiralen Relais sind abgeschlossen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das für die Wiederherstellungsarbeiten notwendige Material sammelst und herbringst. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal.
Sekunde bitte. Thank you.
Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Guy Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen.
Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen fünf. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das sechste Aussterben erleben. Das sechste Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Genau. Und das? Der Eismann von vor 5.300 Jahren. Sie hatten die gleichen Nabelschnüre. Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren? Willst du damit sagen, die Zeit stand für sie still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein. Ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit Strängen gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EE-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit Strängen Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EEs sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war? Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hicks nannte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Dunst. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte da nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hicks zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann. Falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hicks scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen.
Wie soll ich mit Dai Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag, wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Laborsicherheitsmaßnahmen